Aber das Schöne beim Buch Bauchplan ist, es ist ja so breit aufgestellt und wie in München, also es ist überhaupt kein Problem, eines der Köpfe oder Bäuche auszutauschen. Wir freuen uns sehr, dass Florian heute da ist. Er ist Landschaftsarchitekt, hat an der TU München studiert und 2003 das Buch Bauchplan gegründet, mitgegründet. War an verschiedenen Universitäten in der Lehre tätig, auch an der Akademie der Künste in München. Und war zuletzt Gastprofessor in Kassel, wirklich? Genau, und hat im Rahmen der Tätigkeit mit Bauplan ein breites Spektrum an Projekten, die mit Interventionen und Partizipation arbeiten, bearbeitet. Ich erzähle jetzt dann nicht weiter dazu, sondern das wirst du hoffentlich machen. Das versuche ich, ja. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich versuche ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen dieser Aktion, die wir jetzt so gesehen haben, und dem planerischen, entwerferischen Tun. Also du hast es gerade gezeigt, ihr habt einen Architekten engagiert. Wir sind die Architekten, die Landschaftsarchitekten selber. Und ich würde deswegen das Ganze auch gerne überschreiben mit Teilhabe entwerfen. Weil ich glaube, dass es Teil unseres Berufsbilds schon ist, diese Prozesse mitzudenken. Aus meiner Kindheit und meiner Jugend gab es einen Titel von den Toten Hosen, die spielen, habe ich gesehen, sind wieder angekündigt, das spielen immer noch oder schon wieder. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Die meisten im Saal kennen das sicherlich nicht. Ich bin verschieden in meinem Büro, dass ich mal Oldies hören würde. Die zählen es auch dazu. Und das Leben ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Das heißt, beim Wünschen geht es, bei Partizipation geht es ganz oft um Wünsche. Und für uns geht es ganz viel um Übersetzen. In der Ankündigung für Bauchplan für uns stand dieses Projekt. Es steht ganz viel auch im Fokus. Das ist ein genossenschaftliches Wohnbauprojekt, welches partizipativ entwickelt ist und was den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis für Partizipation und Planung bekommen hat vor 2 Jahren. Was mich interessiert, ist die Fristigkeit. Also wir haben jetzt schon ein bisschen über Prozesse auch gesprochen und das ist ein Projekt, wo wir eigentlich angefangen haben, bevor der Name Bauchplan, also wirklich angefangen hat, so Proto-Bauchplan. Da war ich noch gar nicht dabei. Also die allerersten Monate, da war ich sogar noch studiert oder Diplomarbeit gemacht. Marie-Therese und Tobi haben mitgemacht an einem Wettbewerb für das Dormag-Areal, städtebaulicher Wettbewerb. Und als Studierende oder gerade Absolventen fast keine Chance, haben sie sich mit Künstlern zusammengetan, die hier in diesem Gebäude ein Atelier, ein Café eingerichtet haben und haben Stadtplanung gemacht mit Künstlern und sind in die zweite Runde gekommen und dann ganz, ganz knapp nicht den dritten, sondern den vierten Preis oder Ankauf irgendwie so knapp dran vorbeigeschlagen. Das hat uns 10 Jahre später wieder erreicht. Das ist die Baugenossenschaft Wagnis, die zu dem Zeitpunkt 4 Wohnbauprojekte gebaut hatte und die Künstler sind aus dem Dormag-Areal auf diese Gruppe zugetreten und haben gesagt, könnt ihr nicht ein Projekt machen, was ein Stück weit von unserer Identität, von diesem Künstlertum, das war zwischenzeitlich die größte Künstlerkolonie Europas angeblich, weiß ich nicht, das Dormag-Areal in der Zwischennutzung, könnt ihr nicht ein Projekt machen, wo wir auch wieder zu Hause finden. Und daraus hat sich das Projekt Wagnis Art gegründet, also ein genossenschaftliches Wohnbauprojekt, zum einen beheimatet in dieser ordentlich organisierten Genossenschaft Wagnis und zum anderen aber mit Impulsen aus dieser Künstlerschaft. Da sind Raummodelle zu Anfang entstanden, wie kann man sich ein Zusammenleben vorstellen, Schuhkartonmodelle. Und wir sind dann dazu eingestiegen, als der Planungsprozess 2013 intensiver wurde, konkreter wurde, das Grundstück zur Verfügung stand,
Und wir haben mit dem, späteren Bewohnerinnen und Bewohnern zusammen den Städtebau zusammen mit dem Büro Rogowitsch Büro und Habe Schindler entwickelt, abgestimmt und hatten dann eigentlich so eine Raumkonfiguration, wo wir angefangen haben, mit den Leuten das zu programmieren. Also zu überlegen, was kann in diesen Räumen stattfinden, wo ist es öffentlich, wo ist es privat, wo ist es produktiv. Und so hat sich das dann entwickelt und wurde in ein Modell übersetzt und auch realisiert, partizipativ, dieses Mitwirken und auch im Tun, im eigentlichen Konstruieren, im Bauen. Hier war der Prozess relativ klar vorstrukturiert durch die, also er ging sehr lange für die Baugenossenschaft, für uns lief er dann in den HOI-Phasen ab und er hatte natürlich ein klares finale Ende, wobei es nicht das Ende ist. Das ist eigentlich das ganz Spannende, wenn jetzt die Diskussion schon anklang, Verstetigung, Nichtverstetigung, finde ich, ist das was, wo wir darüber nachdenken müssen. Wir diskutieren in unserer Profession, in der Landschaftsarchitektur und Architektur ganz viel Stadtplanung, die Leistungsphasen 0 und 10, also die Frage, was steht vor dem Projekt und was kommt eigentlich nach dem Projekt. Und das Projekt beginnt eigentlich erst mit dem Einzug, für die Leute, die es wirklich sind. Und das ist eigentlich das Spannende. Also es hat einen Raum, der sich weiterentwickeln kann, der am Anfang nicht fertig ist, sondern den die Leute sich nach und nach aneignen. Und ich glaube, wir müssen lernen, diese Prozesse so langfristig, wie sie sind, zu denken als Entwerfer. Ein anderer Prozess, den wir sehr lange schon mitmachen, ist der Stadtwerdungsprozess in Freiham. Also ganz im Westen draußen. Inzwischen kennt das jeder. Wir haben 2009 einen Wettbewerb, der hieß Open Scale Young and Local Ideas. Da waren allgemein Ideen für die Zukunft von München gefragt. Haben wir den gewonnen mit einer verrückten Idee, dass die Nahrungsproduktion Teil der Stadtplanung wird. Damals gab es erste Ansätze, heute ist Farming Urban Gardening ein Thema, was jeder kennt. Damals war es noch nicht so. Und wir haben es versucht, spezifisch aufzubauen, Eirat in München, die Wiederentdeckung des Erntens im urbanen Alltag. Und haben uns auch gefragt, wie kriegt man so eine stadtplanerische Idee unter die Leute. Und wir haben damals ein Süddeutsche Magazin gefüllt, also ein gefaktes Süddeutsche Magazin. Und also nicht nur Grundrissansicht Schnitt, sondern versucht ein Medium zu finden, mal scheiß Arbeit, wir haben im Sommer auch das Layout geändert, müssen wir alles so ein Layout. Aber es geht um diese Frage, wie funktioniert unsere Stadt, in welcher Art von Stadt wollen wir leben? In einer, die von dem Umland entkoppelt ist, da war zwar ein interdisziplinäres Team, auch hier an der TU München, mitbeheimatet, Kerstin Hartig, Jörg Schröder waren da mit dabei, am Studio Landraum, die Frage von Stadt und Land, wie die zusammenspielen können, wie man Urbanes und Rurales zusammendenken kann. Da war auch der gute Ude bei der Preisverleihung. Und wir haben dann sehr lange über dieses Projekt, also erst haben wir gedacht, wir sind gemachte Architekten, wir kriegen jetzt den Planungsauftrag für Freiham, bauen eine Stadt für 20.000 Einwohner, werden dann aufgestockt auf 30.000 Einwohner. Super. Ist nicht passiert, komisch. Die waren überhaupt nicht auf uns gefasst, haben ihre Planungsprozesse, oder die Stadt München hat das natürlich in ihrer Art und Weise weitergemacht. Und jetzt kommt es zur Aktion so ein bisschen. Wir waren irgendwann angenervt und haben immer mehr, wir haben dieses Konzept immer weiter ausgearbeitet und hatten sogar ein Projekt, was bei den Stadtgütern München beheimatet gewesen wäre, war ein Businessplan geschrieben, war durchgerechnet, hat Herr Dr. Bauschnitt gemacht. Er hat keine Fläche bekommen, hat er uns gesagt. 170 Hektar Stadtentwicklung und er wollte einen Hektar und hatte nicht mit der Perspektive, jetzt sind wir wieder bei der Zwischennutzung, nicht mit der Perspektive auf 3 oder 4 Jahre gesichert zugesprochen bekommen. Und damals war ich dann draußen mit dem Kommunalreferenten, mit Herrn Diemling, und habe gesagt, Herr Diemling, das kann ja nicht sein, 170 Hektar, da muss doch einer übrig sein, wo man was machen kann für 3 Jahre. Und er sagt, ja, Otto, wenn Sie ja sagen, haben Sie morgen einen. Dann haben wir kurz telefoniert im Team und gesagt, ja. Und dann haben wir
Das hat dann juristisch ziemlich einen Rattenschwanz über 2 Jahre mit denen dann verhandelt, weil städtisch im Grund kann man nur pachten, den kriegt man nicht geschenkt. Da muss man Verträge unterschreiben. Das ist ziemlich schwierig, da kommt man auch als Landschaftsarchitekt an echte Grenzen. Aber wir haben diesen halben Hektar bekommen, das ist der WA 12 Süd. Hier sehen Sie, werden die Schulen schon gebaut. Und wir haben als geballtes Logo aus Strohballen, eine Stadt aus Stroh, dieses Freiham-Logo vor Ort konstruiert, haben es betrieben als Freiburg-Supermarkt. Wir haben da auch eine städtische Förderung bekommen, allerdings nicht für das, sondern für das. Also beauftragt waren wir, 4 Feste zu feiern. Und im Nebenerwerb sozusagen oder davon abgezweigt, umgeleitet, haben wir gesagt, geht es um einen urbanen Humus, der sich da draußen bilden kann. Der bildet sich nicht an 4 Abenden, auch wenn es wahnsinnig wichtig ist, Feste zu feiern, einen Ort im kollektiven Gedächtnis zu verankern, einen Ort zu markieren, sondern es geht darum, eigentlich so eine Alltäglichkeit auch herzustellen an so einem Ort. Und das haben wir gemacht, wir haben die Geflüchteten gepflanzt, bei bestem Pflanzwetter, also gut für die Pflanzen, nicht für die Pflanzenden. Wir haben tolle Feste gefeiert. Wir haben das über mehrere Jahre gemacht, haben zum Schluss Vogelscheuchen gebaut als erste Bewohner von Freiham mit den Kindern der Schule. Und das Schöne ist, dass die Geschichte sich jetzt verstetigt, in dem Sinn, dass die Zwischennutzung weg ist, die Stadt kommt. Das war zwischenzeitlich immer das allergrößte Bedenken des Planungsreferats, dass wir mit Akropolis etwas machen könnten, was nicht mehr weggeht. Weil klarerweise wird in München Wohnraum gebraucht und da muss Stadt entstehen, da müssen Leute wohnen können, aber die Idee des Anbaus, des Erntens und dieser Vernetzung sollte nicht verloren gehen. Und inzwischen sind wir eben mit der Wagnis-Genossenschaft und mit der Genossenschaft München-West auf 2 Baufeldern unterwegs, wo wir versuchen, diese Stadt-Land-Beziehungen in das Projekt hineinzudenken und so Kreislaufsysteme in den Projekten umzusetzen. Und natürlich auch da wird weiter gefeiert, das ist extrem wichtig. Das ist das Inbesitznahmefest vom letzten Jahr, als die Genossenschaft ins Baugrundstück sozusagen zugesprochen bekommen hat. Zu dieser Fristigkeit hinzu geht es bei partizipativen Projekten bei uns ganz oft um die Frage einer Ergebnisoffenheit. Bei dem Wagnisbauprozess, bei dem ersten, haben wir mit den Architekten zusammen gesagt, wenn wir von unserer Planungshoheit an die Mitwirkung für die Genossen etwas abgeben, dann dürfen die nicht nachher einfordern, dass es nachher schön ist. Also es muss auch hässlich werden dürfen. Das heißt nicht, dass es hässlich werden muss, aber wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, steht das Ganze nicht nur unter der Prämisse der reinen Ästhetik, sondern es hat einen anderen Fokus einfach. Und diese Ergebnisoffenheit ist im nächsten Beispiel, was ich gemacht habe, ein bisschen anders gelagert. Da geht es aber auch um eine Offenheit, und zwar um eine Transparenz. Und zwar als die Machbarkeitsstudie für den Viktualienmarkt in München, die kennt vielleicht auch der eine oder andere. Und jeder kann sich vorstellen, dass zum Viktualienmarkt jeder eine Meinung hat. Und zwar nicht nur jeder, der dort einkauft, und nicht nur die Marktleute. Und nicht nur die da drumherum wohnen, sondern alle Münchner. Und wir haben gelernt, auch weit über alle Grenzen Münchens hinaus. Das ist ein globales Phänomen. Und das war ein sehr intensiver und sehr großer Prozess. Wir hatten zwischenzeitlich mit der Chefin vom Tourismus München zu tun. Die hat uns 2 Zahlen genannt, 1 und 7. Der Viktualienmarkt ist die Tourismusattraktion Nummer 1 in München, vor dem Marienplatz. Angeblich, weiß ich nicht. Und 7 Milliarden Euro verdient die Stadt München im Umsatz an Besuchern. Da sind auch die Hotelgäste bei der Messe mitgerechnet. Aber einfach, es geht um eine Außenwirkung eigentlich der ganzen Stadt. Und entsprechend war die Sensibilität groß. Und wir haben dem Auftraggeber gesagt, dem Kommunalverband, es geht nicht nur darum, einen Planungsprozess zu optimieren, dass wir technisch für die Sanierung, die notwendig ist, aus hygienischen Gründen vor allem, genehmigungstechnischen, da das Optimum rauszuholen, sondern man muss mit den Leuten reden. Wir hatten zwischenzeitlich, gab es die Zeitungsmeldungen, dass ein chinesischer Großinvestor den Viktualienmarkt zum Kauf angeboten bekommen hat.
Die Marktsprecherin war, glaube ich, alle zwei Wochen beim Bürgermeister, sie ist leider nicht weit weg, im Büro gestanden. Die Politik war hochsensibilisiert und wir haben deswegen einen vielschichtigen Beteiligungsprozess aufgebaut. Und das erste war, einen leeren Standel vor Ort zu nutzen, als Infostandel, um jede Information, jeden Planungsstand mit den Leuten zu kommunizieren. Vor allem mit den Händlern einen Stammtisch einzurichten, um dieses Gerüchte-Thema auch abzubauen, dass die fragen können, ist das denn so? Werden wir alle verkauft? Natürlich ist das nicht so. Wir haben diesen Infostand dann betrieben, waren zweimal die Woche da drin und haben bei jeder Antwort gestanden. Wir haben Stammtische gemacht, wir hatten auch eine Begleitung, also wir waren hier im Bubiges Büro unterwegs für die technische, die architektonische, landschaftsarchitektonische Planung. Und hier sehen Sie Frau Burgdorf, die ist Moderatorin, weil uns an manchen Ecken das dann auch zu heiß geworden ist, so 60 aufgebrachte Standler, die ihr Leben dort verankert haben, in anderen Intensitäten nochmal unterwegs sind, auch aufzufangen, war es ein oder andere Mal auch notwendig, aber insgesamt ist es ein sehr guter Prozess geworden. Wir haben versucht, Formate zu erfinden, wie Italien Dinners, da wurde für ein limitiertes Budget von Foodbloggern gekocht und dann gemeinsam gegessen, über die Zukunft diskutiert. Es wurde viel kommuniziert, wir haben eine Homepage aufgebaut, Druckmaterialien, wir haben eine Bierdeckel-Umfrage gemacht im Biergarten, eine Zeitung rausgebracht und diesen Infostand hatte ich schon angesprochen. Und dieses Projekt liegt nicht ganz in München, da lief vorher schon ein bisschen der Film. Wenn wir nachher noch Zeit haben, kann man ihn im Abspann noch mal laufen lassen. Das Puchheim bei München, aber das S-Bahn-Bereich zählt vielleicht noch. Da sind wir, haben wir einen Planungsauftrag bekommen über ein Ausschreibungsverfahren und dann hieß es, es muss ganz schnell was passieren. Weil wir machen schon seit 10 Jahren Partizipation. Und es ist nichts passiert. Und die Leute sind eben partizipationsmüde. Die wollen nicht mehr. Weil wir haben gesagt, ja, toll, wir kommen wieder, wir machen, wir reden mit denen, wir machen Modelle und so. Ich sage, nein, die wollen wir alle nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist schwierig. Wir haben mal, also die bauen eine riesen Tiefgarage als Ortsentwicklung, kommt hier hin, das ist das Ende der Böschung. Und deswegen muss die große Wiese, die sie jetzt haben, weg und kleiner werden, das ist alles aber nicht so wahnsinnig sexy. Wir haben versucht, das mal aufzuzeigen, wie das aussieht. Wir haben so ein, das ist Herbst, wir haben so ein Wagerl ausgewählt von so einem Sportverein, diese Markierungen aufzubringen. Und haben wir erstmal mit den Leuten ins Gespräch kommen über das Konkrete, also das wird passieren, das ist absehbar. Das ist das eine. Und das andere war, es soll sofort was passieren, es war Herbst. Und dann sagt er, das Einzige, was man eigentlich machen kann, wäre eine Eislauffläche. Und so, okay, dann mach doch eine Eislauffläche. So wird man als Landschaftsarchitekt dann auf einmal zum Interventionisten, also eine Eislauffläche zu bauen. Wir wollten da nachhaltig sein, indem das diese Maschine nicht ist, die wahnsinnig viel Energie braucht, um dieses Eis zu machen, auch das ist furchtbar teuer. Es gibt so Plastikplatten, da rutscht es ähnlich, nicht ganz so gut, aber wir haben das partizipativ dann gebaut, dieses Ding, und haben einen Ort geschaffen, an dem die Leute zu der Zukunft dieser Kennedy-Wiese ins Gespräch gekommen sind. Und wir haben da angefangen, dann eben eine Eislauffläche zu betreiben. Und die Polina, Mitarbeiterin bei uns im Büro, die war eben zu den Öffnungszeiten immer draußen, hat mit den Kindern vor allem geredet, gesagt, was wollt ihr denn eigentlich haben? Und so ist dann eine Planung entstanden, auch zwischen Baumhäuser und wir sind gerade dabei, das zu bauen. Und es gab schon so Musterworkshops, wie das dann mit den Kindern auch zusammen gestaltet werden soll. Zu dem Design von dem, also hier haben wir versucht, diesen Umbauprozess, und das, also Ergebnis war, dass die Leute jetzt sehr viel zufriedener mit dem Prozess sind, es passiert auch schnell was, das natürlich auch, kam auch zur Hilfe. Natürlich war letzten Herbst wieder die Anfrage, kommt ihr in die Eisfläche? Nee, die kam nicht nochmal. Aber vielleicht fällt uns was anderes mal ein. Zu der Art, wie wir versuchen, Prozesse zu denken und zu entwickeln,
noch ein anderes Beispiel. Ich habe noch zwei kleine Aspekte sozusagen aus Nicht-München. Ich habe gestern von Felix das Briefing bekommen, es sollte eigentlich München sein. Ich finde die aber so gut oder so wichtig, weil es auch nochmal ein anderer Maßstab ist. Die HAI macht ein klares Schema. In dem Fall ist es gar nicht die HAI, sondern das Beiblatt, also eine städtebauliche Entwicklungsplanung für 27 Hektar in Ingolstadt. Ingolstadt liegt hier und das ist hier am westlichen Stadtrand. Da draußen, das sieht weit aus, das sind 15 Fahrräder möglich. Also für Ingolstädter ist es unmöglich zu überwinden mit dem Fahrrad. Brauchen mehrere Autos dafür, aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir gar nicht diskutieren hier. Und wir haben auch gesagt, auch da hieß es, Bürger mit einbinden und sagt, wenn wir das machen, nehmen wir das ernst. Wir sind auch hier in Kooperation mit dem Burgenwisches Büro. Und wir haben gesagt, eigentlich wäre es cool, so ein Brettspiel mit denen zu spielen. Und dann haben wir eins entwickelt, haben uns ein Regelwerk geschrieben, also ein Brettspiel entwickelt. Ist noch nicht erschienen, kann man mal irgendwann, was sind die Ravensburger, auch glaube ich, Brettspiele oder so. Ist aber auch sehr spezifisch. Es ist ein sehr komischer Grundstückszuschnitt, aber das ist auch gar nicht das Thema. Also erstmal eine grobe Verteilung von bebautem und nicht bebautem Raum, von Bebauungsdichten, sich zu überlegen mit den Bürgern zusammen in Arbeitsgruppen. Auch die sollten sich das überlegen, auch eine Verkehrsführung. Das sah dann so aus. Und im zweiten Schritt dann auch nochmal Häuschen zu setzen. Da waren wir eigentlich skeptisch, dass das mit denen wirklich klappen wird. Das ist immer ein Experiment. Sowas kann nicht standardmäßig, da kann man dem Auftraggeber auch keine Garantie geben, dass das funktioniert. Haben wir nicht laut gesagt. Vorher hat es fantastisch funktioniert. Teilweise haben wir wirklich, also so ordentlich wollten wir die Klötzchen gar nicht aufstellen. Also das war wirklich überraschend. Da waren so ein paar verkappte Architekten mit am Start. Und wir haben auf jeden Fall darauf aufbauend jetzt einen Städtebau entwickelt, der tatsächlich in einer dieser Gruppen gekommen ist. Das heißt, wir haben nicht eine Planung gemacht und die kritisieren lassen mit den Leuten oder die diskutiert mit den Leuten oder vorgestellt und dann nochmal überarbeitet, sondern wir sind wirklich ergebnisoffen rein. Jetzt kann man sagen, Städtebau ist vielleicht ein Metier, was so komplex ist, das geht nicht. Wir fanden, das kann man probieren und das Ergebnis finden wir, gibt uns eigentlich recht, das ist noch nicht abgeschlossen, wir sind in der städtebaulichen Entwurfsplanung. Aber die Grundidee eines Central Parks, in dem man wohnen kann, und die Verkehrsführung sind Dinge, die in einer dieser Gruppen vorgeschlagen wurden, die wir jetzt in mehreren Schritten übersetzt haben und gemacht haben. Und das letzte ist jetzt eine Anekdote, die ich noch mitgebracht habe. Das ist auch gar nicht aus München, das ist ein kleines Kaff, das ist das Kaff Markt Erlbach, Markt. Machen einfach, sie haben Marktrecht, deswegen ist der Markt gedoppelt, wo wir 2011 einen Wettbewerb gewonnen haben für eine Hauptstraßenumgestaltung. Die Dimension ist aber ähnlich, wenn nicht noch krasser. Da gibt es nicht viele Straßen im Markt Erlbach und die Hauptstraße ist die Straße, also für die ist die Hauptstraße mindestens so wichtig wie für den Münchner der Viktualienmarkt. Und die haben, nachdem sie den Wettbewerb ausgeschrieben hatten und ein Sieger feststand, dann andere Schwierigkeiten bekommen, dann mussten sie das Altenheim sanieren, dann gab es irgendwie Schwierigkeiten mit der Kläranlage und dann hat es das immer weiter nach hinten geschoben. Inzwischen sind wir fast 10 Jahre, also 8 Jahre sozusagen am Planen. Im Moment bauen wir und um die Leute mit ins Boot zu holen, das ist in Mittelfranken und damals gab es noch die Straßenumbaubeitragssatzung. Die Bürgermeisterin wusste, dass es 3 bis 4 Anleger geben wird von den 100 Anlegern an dieser Hauptstraße, die diese Maßnahme in den Ruin führen wird. Die werden ihr Haus verkaufen müssen, weil der Straßenumbaubeitragssatz so hoch ist, dass er den Grundstückswert übersteigt. Und das ist natürlich eine Hypothek. Gleichzeitig ist nichts tun, keine Alternative. Sie können die Straße nicht den Ort einfach den Bach runtergehen lassen. Und deswegen war es unheimlich wichtig, dort nicht nur die politische Mehrheit hinter sich zu versammeln. Wir haben unfassbar viele Stadtratsrunden mitgemacht, bis alle Fraktionen hinter dem Projekt standen oder keine Einwände mehr formulieren konnten, weil alle abgewogen waren, alles argumentiert war, sondern wir brauchten auch die Anleger und die Bürger unbedingt im Boot. Und wir haben dann gesagt, wir gehen vor Ort. Wir hatten so ein Zelt, das konnte man zu viert tatsächlich tragen. Wir sind mit dem Zelt immer wieder durch die Hauptstraße, sind vor dem Haus stehen geblieben. Alle konnten kommen, konnten an diesem Arbeitsmodell diskutieren, unseren Entwurf, den wir da beim Wettbewerb entwickelt hatten, und Anmerkungen machen. Und diese Anmerkungen
auch im Plan, aber diese Anmerkungen haben wir gesammelt. Wir haben es einen Fassadensteckbrief genannt. Wir haben gesagt, auf was müssen wir achten? Was haben wir sicherlich im Wettbewerb übersehen? Und den habe ich noch drauf kopiert. Das war ein Anwohner, der ein Manifest vorformuliert hatte. Der kam zu uns und hat gesagt, das dürft ihr alles nicht und das muss alles passieren. Das waren zwei Seiten. Ich habe noch einige draufgepackt und wir hatten im Entwurf eigentlich ein Marktmöbel entwickelt, wo wir gesagt haben, das kann eine ganze Menge. Da kann man sitzen, da kann man was reinpflanzen, da kann man Stadtgeschichte erzählen. Das ist so ein Katalysator eigentlich für die neue Hauptstraße. Das ist im Prinzip von einer Shared Space, aber ich will gar nicht mit Gespalten sprechen. Und diese Marktmöbel, die ersten gibt es jetzt. Und die hatten damals gesagt, bei mir ganz sicher kein Marktmöbel, sondern zwei Parkplätze für meinen so Kiosk oder Zeitungen und Postshop und so. Und hat Zahlen vorgelegt, wo nachdem tausende Leute da ständig rein und rausgehen. Wir haben es so stehen lassen, wir haben es nicht beobachten können. Und diesen Montag haben wir eine E-Mail weitergeleitet bekommen vom Stadtplanamt, Bauamtsleiter von Marc Erlbach, wo der geschrieben hat, es hätte ja keiner ahnen können, dass die so schön sind, er hätte jetzt gerne auch eins. Also dieses Reden, die Leute mitnehmen und natürlich dann auch, also wir sind noch nicht ganz durch, das ist noch im Bau, wenn es gut ist, sind wir an Weihnachten fertig. Aber es ist ganz fantastisch, was das dann noch alles für Geschichten mit erzählen kann. Und ich glaube, zu den Thesen, es kann modellhaft sein, es kann Katalysator sein, aber ich glaube, mein Beitrag wäre hier die These, die Leute mitzunehmen und unsere Tätigkeit als Architekten so zu verstehen, dass wir Lebenswelten mit den Menschen generieren und nicht nur für Menschen, dass wir diesen Prozess als Ganzes begreifen müssen und vor der Leistungsphase 1 und hinter der Leistungsphase 9 weiterdenken müssen. Das wäre so mein Aufruf oder meine These hier kriegen. Ist das der Schlussgang? Ja. Bei dieser Eislauffläche, die ihr da gemacht habt, inwiefern, also ihr habt ja dann wirklich als Büro geplant, euch um Finanzierung gekümmert, Genehmigungen, also ihr habt quasi das gemacht, was man auch für die Gans am Wasser gemacht hat. Oder inwiefern hat sich das jetzt unterschieden in einem Projekt, wo jemand von sich aus etwas machen will, oder ihr jetzt als Planer? Wir haben die Diskussion vorhin hier gerade schon angefangen, Johann und auch mit dir. In dem Fall wurden die Baukosten tatsächlich. In dem Fall waren die Baukosten tatsächlich etwas. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Wir hatten zum Glück diesmal nicht so angeboten, wir machen Beteiligung und kostet es, was es wolle, und wir zweigen es von unserem HAI-Honorar irgendwie ab. So lief es eigentlich, läuft es oft auch bei uns, dass wir als Qualitätssicherung versuchen, diese Maßnahmen mit einzusetzen, weil es in der HAI derzeit nicht geregelt ist und noch schwer durchzusetzen ist oder nie ausreichend budgetiert. Die Baumaßnahme selbst haben wir einfach Kosten geschätzt, haben überlegt, wie das sein könnte und haben dann gesagt, liebe Stadt Puchheim, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr eure Leute aktivieren wollt, dann braucht ihr, ich glaube, das waren gute 20.000 Euro für dieses Material, für die Miete von diesen Platten, die werden auch nicht weggeschmissen danach, sondern die werden dann wieder abgeschliffen. Und es gibt einen Hersteller, der diese Dinge einfach auch vermietet sozusagen oder wieder zurückkauft, und in dem Fall haben wir es nicht bezahlt. Aber ganz oft, jetzt gerade was den Freiluft-Supermarkt anging, diese ganzen Agropolis-Geschichten, haben wir irgendwie versuchen müssen, das quer zu finanzieren. Aus anderen Projektanteilen oder? Genau, also der Versuch natürlich aus dem Projekt selbst, aber oft auch sind das dann Projekte, die nicht
unheimlich wirtschaftlich ablaufen, sodass man sagen muss, teilweise sind Querfinanzierungen auch von anderen Projekten. Weil wir natürlich die Qualität in dem Projekt dann auch nicht runterfahren und sagen, das, was wir dann bauen, ist uns egal, die Detaillierung, die machen wir in einer halben Woche oder so, sondern es soll dann auch schön gebaut werden, gut gebaut werden. Und habt ihr schon mal überlegt, auch, also gerade als Bauplan, als Kollektiv, wo ihr sehr breit aufgestellt seid, sowas auch mal über Projekte und Querfinanzierung hinaus eben so als Initiative von Bauchplanern zu machen und dann auch vielleicht auf anderem Weg Geld dafür zu sammeln? Oder ist das quasi gar nicht möglich in so der Bürostruktur? Oder? Super Frage. Sollten wir eigentlich unbedingt nachher nochmal aufgreifen? Der limitierende Faktor, also wir sind im Moment eine Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung, will heißen, wenn jemand beim Eislaufen sich das Genick bricht, das kann man nicht ausschließen. Dann kann man alles richtig geplant haben, da fällt trotzdem ein Kind blöd hin oder jemand einmal drauf, das bricht sich das Genick. Klärt zum Schluss ein Gericht, ob das, was wir da gemacht haben, eine temporäre Eislauffläche zu machen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, über die Planung, ob das Landschaftsarchitektur ist. Weil eine Haftpflichtversicherung habe ich nur für das, was Landschaftsarchitektur oder Stadtplanung ist. Das heißt, es ist eine ganz kritische Nummer und uns interessiert tatsächlich der landschaftsarchitektonische, stadtplanerische, architektonische Part daran, zu sagen, wir wollen spannende, gute, menschliche Lebensumwelten planen und bauen und schaffen. Und da ist es ein Werkzeug, diese Partizipation, auch die Aktion oder Intervention. Und jetzt sozusagen ein anderes Profit-Center nochmal aufzubauen und zu sagen, wir machen jetzt auch Gastronomie, lag uns fern. Beim Akropolis-Projekt war es tatsächlich so, da hatten wir zum Beispiel einen Viktualientram vorgeschlagen, da hat die Stadtwerke München oder die MVG gesagt, ja klar, super, schreibt einen Businessplan, das wird euch 1 Million Euro kosten oder so und dann betreibt die doch, ist doch fantastisch, geht zur Bank, holt euch das Geld, macht das. Da haben wir gesagt, wir nehmen jetzt den Stadtplan. Also wir wollten eigentlich jetzt nicht Trambahnbetreiber werden auf dem gleichen MVG. Aber wenn man mutiger wäre als wir sind, würde man es vielleicht tun. Also eine Frage, sonst weitermachen.